Liebe Schwestern und Brüder, nachdem unsere Lesung ein wenig zusammengestückelt ist, gehen die Widersprüche, die schon sehr stark sind, gerade im 33. Kapitel im Buch Exodus, ein wenig verloren. Denn auf der einen Seite heißt es, dass Mose mit Gott wie mit einem Freund redet im Offenbarungszelt. Und auf der anderen Seite wird, bevor Gott seine Herrlichkeit an Mose vorüberziehen lässt, der Wunsch laut, er möge ihn sehen. Er will ihn sehen. Der Umgang mit Gott ist nicht so einfach. Deshalb kommen diese Paradoxien zum Vorschein. Auf der einen Seite mit Gott reden zu dürfen wie mit einem Freund und gleichzeitig den Wunsch zu äußern, ihn auch zu sehen. Das ist aber nicht möglich. Es wird hier weggelassen, dass Gott Mose schützt. Er stellt ihn an eine Felsspalte, er versteckt ihn. Und er lässt seine Herrlichkeit an ihm vorüberziehen, indem er seinen Namen ausruft. Und so kann Mose ihn nur vom Rücken her erkennen. Und doch, was vom Namen Gottes gesagt wird, ist ein großes Geschenk. Nicht nur für Mose, für ganz Israel, für alle. Der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Mit diesem Wesen Gottes wird man wahrscheinlich nie fertig. Aber richtig erkennt man dieses Wesen erst, als Gott sein Angesicht zeigt. Als er sich uns zuwendet in diesem Gesicht. Dieses Gesicht, das den Namen Jesus Christus trägt. Es ist nicht mehr die Rückseite Gottes. Nur sein Name, auch wenn es sein ganzes Wesen ist. Er, der am Herzen des Vaters ruht, hat Kunde gebracht, sagt am Beginn seines Evangeliums der vierte Evangelist. Und genau so ist es. Er ist nicht nur die Kunde, er ist der Inhalt, er ist das Gesicht Gottes, immer uns zugewandt.